Open House, die Improvisationsshow. Eine Bühne, zwei Comedians, kein Drehbuch. Spielleiter Oliver Bayer gibt spontane Anweisungen, überrascht mit unvorhersehbaren Handlungen und Gästen. Nichts ist einstudiert oder geprobt. Die erste Aufgabe: Michael Niewarani und Viktor Gernot müssen eine Silvesterparty für ihre Freunde geben. Hallo. Es reicht. Kannst du mir das kurz bitte sehr so gut? Na, es geht schon, danke. Wie geht's? Hallo, Entschuldigung, ich bin zu spät. Hallo, ich hätte anrufen können. Hallo, wir waren vor einer Stunde bei uns verabredet. Ja, Alter, ich kauf ein. Es hat länger gedauert. Es tut mir wahnsinnig leid. Du weißt, ich verlange sehr wenig von unserem gemeinsamen Zusammenleben, aber Pünktlichkeit ist bitte ein Gebot der Höflichkeit. Entschuldige, ich habe dir das Erste, was ich gesagt habe, als du mich gefragt hast, möchtest du mit mir gemeinsam wohnen, habe ich gesagt, ja. Wenn du mir nicht A, dauernd auf die Nerven gehst, dass ich irgendwo pünktlich sein muss, und B, wenn du immer alles zusammenräumst und Ordnung hältst. Das waren die Voraussetzungen. Ja. Verstehst du? Außerdem werde ich was sagen. Es ist nicht so einfach. Jetzt wohne ich schon 2 Jahre da und weiß noch nicht, in welche Richtung die Tür aufgeht. Musst du feststellen. Versuch's nach außen. Außerdem. Ja, außerdem. Was? Da ist ein Penibel, nicht? Wenn ich meine Jacke irgendwo hängen lasse oder die Tennisschuhe draußen stehen lasse. Aber. Ja, weil du so wahnsinnig unordentlich bist. Ich weiß, dass das jetzt komisch was ist. Was tust du da? Was? Was tust du da? Muss gurgeln. Anir, du hattest noch einen Zahnarzttermin und hast noch leichte Schmerzen. Nein, ich trinke nichts. Ich hätte eigentlich noch einen Zahnarzttermin gehabt jetzt. Und es ist nicht mehr ausgegangen. Jetzt gurgle ich mit. Jetzt tut rechts oben tut's wahnsinnig weh. Dann gurgle das weg, mein Lieber. Aber wer hätte dich behandeln wollen am Silvester? Anir, das ist ganz grausliches Zeug und du erblindest kurzzeitig. Das ist nicht für dich, mein Lieber. Nein, das kann, sag mal. Ich was? Kann weiß sagen. Nein, das war so grauslich. Also, das Zeug ist so scharf. Das ist gefährlich. Sag, musst du das Licht auch dran jetzt? An Gernot, du hast einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und weißt einen geheimen Griff, Gernot, wie du ihm helfen Gernot. Kannst. Wieso du das Licht ab? Gernot, wieso? Gernot, bleib ganz ruhig. Mia. Gernot, wieso liegt das? Setz dich her. Gernot. Setz dich her. Wohin ist da? Wo bist du? Bist du? Gernot. Komm mir entgegen. Gernot. Lass dich fallen. Gernot. Gernot, ich sehe nichts. Ich glaube, dass du ganz das Licht, kurz... Was? Warte, du hast da erstens einmal ein Fältchen in deinem 2-Tage-Bad. Das ist mir wurscht. Sei ganz ruhig. Ich glaube... Du siehst nichts, oder? Du siehst nichts. Nein, ich sehe nichts. Du weißt ja, ich bin ja bei uns im Kabarett Simpel der Beauftragte für die Erste Hilfe. Da muss ja pro Betrieb muss es einen geben, wie du ausschaust. Pro Betrieb muss es einen ich geben. Ich bin blind, ich sehe schon. Ich habe... Mia, ich probiere etwas. Ja, bitte schnell, ich habe so das, Angst, ich ja, sehe Ja, das nichts. Ist ein Griff, der mir bei diesem Erste-Hilfe-Kurs mitgeteilt wurde. Bist du sicher, dass es der Erste-Hilfe-Kurs und nicht der Tantra-Kurs war? Weil ich möchte nicht, dass du mir jetzt... Ich war nicht im Tantra-Kurs. Aber du warst mit deiner Tante hast nicht, du einen Kurs, nicht, das habe ich verwechselt. Nicht aufstehen? Was? Nicht aufstehen? Nicht aufstehen, nur aufrichten. Ich sehe noch immer nichts. Ich muss da unten. Es ist unten bei der Lendenwirbelsäule. Ja, aber da sehe ich sonst auch nichts. Also, das ist... also ich muss jetzt schauen, wo die Nierengrübchen sind. Bei deinem Speck, wo sind da die Nierengrübchen? Ja, oben am Bauchfleisch sind die. Pass auf, und jetzt kommt der Griff. Ja. Einatmen. Ja. Der Griff. Ist so siehst hell. Du wieder? Ja, es ist wahnsinnig. Es hat funktioniert. Oh, es ist so hell. Soll ich aufmachen? Ja, sicher sollst du aufmachen. Ich fürchte mich so. Nee, mach auf. Ja. Komm, mein Hase. Ja, hallo. Okay. Wie lange dauert das noch? Es gibt eine letzte Spur. Oh, je.
Das ist euer Nachbar, der die Wohnung vermietet. Für Belang von uns? Naja, ich weiß es nicht. Irgendwie. Ich kann das da vielleicht gehen Sie in Ihre Wohnung. Lesen Sie es drüben in der Wohnung. Ja, ich habe meine Lesebrille verlegt. Haben Sie vielleicht eine Lesebrille für mich? Nein, die können Sie meine nehmen, wenn Sie wollen. Also, wenn die hilft. Mit der kann ich lesen, oder was? Ja, was? Sie können Sie sehr kleine Buchstaben. Ja. Okay. Was machen Sie jetzt mit der Sekunde? Das ist die Lesebrille. Was, Biff? Müsste es das Doktor mit? Marius Rübsler. Befundbericht nach verschiedenen neurologischen Untersuchungen steht es fest, dass Herr Nowak unter Narkolepsie leidet. Das sind Sie, der Herr Nowak, ne? Ja, Narkolepsie. Ja, was ist denn das? Narkolepsie ist am besten. Herr Nowak, du schläfst plötzlich ein. Wenn man plötzlich einschlaft, kennen Sie das? Da gibt es Menschen, die leiden darunter, auch Tiere leiden. Da habe ich mal einen Bericht gesehen über einen Hund, der rennt und rennt und rennt und plötzlich schläft er. Jetzt ist er eingeschlafen. Na ja, dann bringen wir ihn in seine Wohnung zurück. Ja, ne? Bringen wir ihn um. Das ist das Einfachste. Hoffentlich haben wir ihn in die richtige Wohnung eingelegt. Weißt du, worüber ich sehr froh bin? Worüber? Dass er eingeschlafen ist und nicht du. Weil der Nowak und ich, wir hätten dich nicht ertragen. Jetzt hat er mein Brünn. Warte, er hat mein Brünn. Ich sag mir, das ist mir das Holzschnur. Ich packe jetzt einmal aus, was wir für die Feier heute überhaupt alles. Hast du die Liste mitgehabt? Ja. Hast du alles abgehakt? Da nehmen wir eigentlich Schokolade. Wir haben zum Beispiel nichts von einer Schokolade gesagt. Schokolade, Cracker, Maxi-Mix und salzige Heringe ohne Fett. Salzlakritz. In welche von dem Sackerl sind die Brötchen? Was für Brötchen? Die Brötchen für die Gäste. Die Brötchen für die Gäste. Schau mal, ob da Brötchen drinnen sind. Wir haben eine Liste mit. An mir? Du hast eine Kunsthaarallergie. Ich habe das mit den E-Mail-Erladungen gemacht und zum Sorgen. Ich habe eine Kunsthaarallergie. Hübscha! Gott sei Dank, leg das weg. Wenn du eine Echthaarallergie hättest, warst du hier nicht. Wir haben lustige Hüte und wir haben eine Pinocchio-Nase. Wozu braucht ihr Pinocchio-Nase, bitte? Ja, das stimmt. Das ist. Wir dekorieren jetzt einmal. Ich würde vorschlagen, wir dekorieren. Ich will nicht dekorieren. Du hast nichts zu essen mitgebracht. Was? Das ist nichts? Na, die Snacks da und das bisschen Jockey. Ja, dann bestellen wir nachher Pizzaservice. Das ist doch. Machen wir eine Silvester-Pizza-Party. Da ist schon da das Pizzaservice. So, jetzt gehe ich, räum das weg. Ja, ich räum zusammen, weil ich durch meinen Blindheitsanfall plötzlich hier. Hallo? Hallo? Servus. Hallo. Bitte, komm rein, bitte. Dankeschön. Ja, hallo. Zu zweit? Ja. Wer von euch ist Internet geiler Burschi, Codename? Ja. An Viktor, du verliebst dich in diese Frau unsterblich. Ja. Er ist geiler Bursche, ich bin dickes Bärle. Zweiter Codename Gernot. Dann, das war ich, Entschuldigung. Nein, das war er. Hallo. Vorstellen, ich bin der Gernot. Das ist mein geiler Bursche, das war insofern, weil er hat mich angemeldet gehabt, weil ich kenne mich mit diesen ganzen Protokollen nicht aus. Wie heißt du? Das macht überhaupt nichts. Eigentlich da, aber ich bin die rote Biene. Hallo. Ah, wir haben gechattet. Ja, wir haben ja seit 2 Wochen gechattet, die ganze Zeit. Danke für die Einladung. Ich habe nicht gewusst, dass ihr zu zweit, aber eine sehr super gerne. Bude hast. Könntest du in deiner Handtasche schauen, ob du zufällig Brötchen mit hast? Bino, setz dich zu uns. Also, nimm Platz, bitte. Wow, was habt ihr? Der Nia hat lustige Sachen einkauft. Ja, gibt's was zu trinken für mich? Party, Saft, was magst du? Was trinkst denn du gerne? Sprudelwasser, bitte. In dem Sinn so ein Sprudelwasser oder Mineralsprudelwasser? Ja.
Wahnsinn, ich bin ganz geblättet. Du schaust super aus. Voll trainiert, genau wie du mir geschrieben hast. Du bist nicht geblättet, du bist erblindet. Ehrlich gesagt, ja, fast, ja. Aber so oft gehst du gar nicht ins Fitnessstudio. Du hast gesagt, du bist irgendwie noch mehr irgendwie. Ja, aber du hast auch geschrieben, dass du einen Tonbusen hast. Und es macht mir gar nichts, dass du so normal ausschaust. Das finde ich super. Die Kladen sind da drüben hier. Hallo. Soll ich sagen zu dir Biene? Na gut, dann sage ich geiler Bursche. Okay. Du Biene, wir haben ja gesagt, wenn wir einander wirklich sehen sollten. Ich habe nicht geglaubt, dass du dir wirklich die Zeit nimmst. Anfühlen bei mir bitte. Bei mir nur, der Sekt ist ganz warm, der ist, glaube ich, von der BZÖ-Feier. Seit ich bei meiner Mama ausgezogen bin vor 3 Monaten. Der ist erst vor 3 Monaten bei seiner Mama ausgezogen, musst du dir vorstellen. Ich bin so froh. Habe ich mir gewünscht, dass ich so jemanden wie dich vielleicht sogar wirklich in echt kennenlernen sollte. Na. Weil das war ja auch mein erster Versuch da im Internet da irgendwie so. Darf ich? Was? Sind wir schon Bruderschaft? Nein. Nein. Aber nein. Auf die Wange. Auf die Wange? Auf die Wange mit Bruderschaft. Okay. Hup, nicht, dass aber ich schick. Ohne Zunge, gell? An Gernot. Du gehst nachher ins Schlafzimmer und studierst ein Lied auf Gitarre ein. Tust du bei mir vorher? Ja, jetzt bist du dran. Das reicht schon. Du riechst aber wirklich. Weißt du, dass du gut riechst? Ich weiß, ja. Warte. Nia, du machst dich jetzt an die Hindinger ran, an die Doris ran. Ich bleib da. Wo geht der Gernot hin? Was hat er gesagt? Eigentlich wollten wir hier ein bisschen fernschauen und uns kennenlernen und... Wir können uns gern kennenlernen, das geht. Da kannst du bei mir entweder fernschauen oder so. Das Doris, ist du stehst eigentlich auf Brustbehaarung. Ja. Na, ich weiß es. Geiler Burschi! Ja, hier! Es ist so komisch was jetzt. Denn? Was also, denn? Was irgendwie denn? Erinnerst du mich an jemanden alleine wirklich? Von meinem Haaransatz. Sag jetzt ganz ehrlich, ich meine unter uns. Ja? Hast du Brustbehaarung? Ja. Wirklich? Ja. Ja. Trink mal Bruderschaft. Aber ich glaube, da bist du in Österreich die Einzige, der das nicht weiß, glaube ich. Weil du jetzt sagst, das wissen alle. Aber Bruderschaft, ich trinke auch noch. Das heißt, du chattest mit ganz Österreich, du gehst immer offline quasi, dass jeder mithören kann, oder? Nein, nicht offline. Naja, online. Was ich dir vorhin gestehen wollte, ist, dass du... Also ich weiß, dass es das sehr selten ist im Leben, aber manchmal ist es so, dass man sich wirklich auf den allerersten Blick gleich verliebt. Und das ist mir... An mir, die Szene muss jetzt mit einem Kuss enden. Heute Vormittag im Stadtpark habe ich mir gedacht, das wird mir sicher nicht passieren am Abend. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass du bist eine sehr aufregende Frau und... Und ich würde vorschlagen, wir trinken auch Bruderschaft, aber in dem Fall mit Zunge. Hallo. Hallo. Und wer genau sind Sie jetzt? Das ist die Freundin vom Gernot. Ach so, genau so schaut sie aus. Und wo ist der Gernot? Ania, das ist deine Freundin. Das ist die... Ich sehe leider den Gernot nicht. Was ist das für ein Dildo, den ihr da am Tisch liegen habt? Das ist kein Dildo, das ist eine Sektflasche. Das ist eine Sektflasche. Das schaut mir auch genau aus wie eine Sektflasche. Liebling. Wie ich gesagt habe, wir machen einen Dreier, habe ich gemeint mit dem Gernot, nicht mit seiner Schlampe, ja? An Gernot, bringe jetzt das Liebeslied. Schatz, sei mir nicht böse. Was heißt Schatz, sei mir nicht böse? Ich da in einer eindeutigen Situation mit einer Dame. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ihn kenne ich nur vom Internet. Hallo, Schatzi. Ich habe schon den ganzen Silvesterabend geübt, damit ich dir ein Lied vortragen kann. Ich dachte, du wolltest für deine Freundin singen. Für wen? Ja, sing für deine Freundin. Wie können wir Sigrid da jetzt wieder Böse. Rauskommen? Könnt ihr mir das irgendwie erklären, nein, meine Lieben? Schau, es war wirklich nichts. Wir haben es in Wirklichkeit, ist es so, dass sie ist ja... Es war nichts. Es war einmal Zubrosten, ich habe sie zum ersten Mal gesehen
und wir kennen einander zufällig von wir haben uns auf Wurst der Post von auf der Post, genau. Auf der Post. Und ich wollte die Briefmarke abschlecken. Mehr war nicht. An mir versucht die Sigrid in der Küche zu beruhigen. Schau, ich erkläre dir alles in Ruhe. Was erklärst du? Ich erkläre alles in Ruhe. Trink mal in Ruhe. Trink mal drüben in Ruhe. Bitte, ich möchte wissen, welche Erklärung du hast. Schau, es ist ganz einfach. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You are all I ever wanted. And my arms are open wide. I can see it in your smile. I can see it in your... And I want to tell you so much. I love you. Kannst du das ein Zimmer weiter drüben machen? Ist immer drin. Danke. Komm sofort wieder rein. Ja, entschuldige, ich wollte nur bleiben da. Warum sollen wir rausgehen? Das ist ja deine Wohnung. Eben. Möchtest du noch ein Lied hören? Was kannst du noch? Eigentlich war's das. Kannst du von Rod Stewart I'm Sailing? Zum Beispiel? I'm sailing from Rod Stewart. I am sailing. Nein, aber Sigrid. Siehst, das habe ich mir gedacht vorher schon. So, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt möchte ich gern Dinner for One schauen. Gern. Was macht so schnell geht das, wenn man weiß, wie das mit den Frauen ist? Sie hat sich in Sekundenschnelle beruhigt. Was hast du ihr gesagt? Ich habe Aussetzung 300 Euro und... Berli! Hallo? Was? Was, mein Schatz? Was zu trinken, bitte? Ich glaube, ich habe mich verliebt in dich. Sigrid, danke, jetzt hol ich es wieder zurück. Sigrid? Mia, du hast gesagt, das funktioniert, das geht. Bei ihr geht da gar nichts. Sigrid, du wolltest Dinner for One schauen, richtig? Was? Dinner for One. Dinner for One. Ja, geht auch was anderes? Du verwechselst mich mit jemand anderem. Nein, das tue ich nicht. Ich möchte Dinner for One schauen. Du gehst nichts anderes. Die Maus aus dem Internet. Gernot? Ja? Und Dinner for One ist die einzige Möglichkeit, dass du nicht böse bist. Bitte. Ja, das weißt du doch. Das habe ich dir doch gerade gesagt. Ich weiß, An mir, der Fernseher funktioniert nicht. Wo will sie Dinner for One schauen? An unserem Fernseher, der nicht geht. Wie ich gerade gehört habe. Was? Der Fernseher geht nicht? Ja, eine innere Stimme sagt mir, der geht nicht. Geht mal ein bisschen auf die Nerven, die innere Stimme. Wir müssen Dinner for One spielen. Ja, wir haben beschlossen, dass wir nicht mehr fernschauen wollen. Ja. Wir müssen Dinner for One spielen. Wir sollen. Grüße, was ist denn? Ja, was ist denn? Jetzt bin ich einfach gerade vorher da und auf einmal bin ich in meiner Wohnung. Hey, was habt ihr jetzt gemacht mit mir? Nein, das waren nicht Sie. Das waren die Damen. Das war die Erdrotation. Die hat kurz beschleunigt und Sie sind blieben und dadurch waren Sie in Ihrer Wohnung. Das ist keine Lüge. Darüber reden Sie gerade im Fernsehen, der ist aber leider hier, sonst nicht, was Ihnen zeigt. So. Ich bin immer noch so. Ja. Das ist wirklich gut. Da hab ich hab gerade so viel getrunken und wundere mich eigentlich, warum ich immer noch... Nein, nicht schon wieder. Gernot. Ja? Ja. Siehst du nichts? Nein. Ich hab dich gleich... Ich hol dich nein, ab. Nicht schon wieder. Wir haben das schon gehabt. Komm, gib mir nach. Gib mir deine Hände. Ja. Der muss sich sofort am Boden legen, wenn er erst die Hilfe kommt. Folge mir. Machst du wieder deinen Griff? Ich mach wieder meinen Griff, mein Hase. Ja. Sagst du, was habt ihr für komische Spiele das miteinander? Das sind keine Spiele. Seid ihr zusammen, wohnst du nicht immer wurscht? Da muss es eine Unverträglichkeit geben mit einem Inhaltswirkstoff von diesem Saft, der da steht. Ich werde mal plötzlich blind und dann macht er einen Griff. Mach wieder den Griff. Ich wollte mir wieder mal die Haare anschauen, das ist immer faszinierend. Du hast da noch den Weihnachtsbaum reingewebt. In der halbpersischen Zopftechnik. Sehr hübsch. Ja. Wie schnell, Gerhard, ich sitze auf meine Zupferl. Das wird nicht mehr.
Ich muss wieder die Nierengröbchen suchen. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich habe sie. Ich habe die Schwarten in der Hand. Und? Einatmen. Und? Soll ich Krammel sagen? Das ist das Mantra. Krammel. Krammel und Griff. Ja, da geht's eh wieder was. Ich werde mal kurzfristig blenden, ich weiß auch nicht. An Sigrid, du willst jetzt Charade spielen. Ja, das liegt am Ding. Das räumen wir jetzt weg. Das wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt Charade. Das ist immer so lustig. Charade? Charade. Ich will Charade spielen. Herr Lohner, setzen Sie sich doch hin. Ihr könnt es ja raten. Verstehst du? Ihr könnt es ja raten. Wir beide, wir spielen das vor. Nein, Charade. Ich rate lieber. Ich schaue zu, wie Charade geht. Okay, nicht gut. Ich finde das sehr Charade, aber ich habe keine Lust drauf. Ich fange an. Ich fange an, ich mache einen Begriff, ich muss meinen Begriff überlegen. Und zwar spielst du Nicolas Sarkozy heiratet Carla Bruni. Seine Tänzerin. Mir ist schon was eingefallen. Also, ich habe noch ganz angehört. Also, Napoleon. Bonaparte. Ja, Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Das zweite Wort oder der zweite Begriff? Gitarre, lange Haare. Mexikaner, amigo. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Verheiratet. Verheiratet. Sänger, verheirateter Sänger. Gitarrist. Lange Haare. Andy Borg. Sängerin. Aha. Französin. Sie ist Französin. Sie ist verheiratet mit dem Präsidenten, mit Sarkozy. Ah, Carla Bruni. Das war jetzt total arg. Ich am Klo, ja, bin fertig, krieg Applaus. Es ist wirklich bei jedem Schaß drauf. Das ist ja Wahnsinn. Das war arg jetzt. Hier, hast du mit deinem neuen Handy-Telefon auch ein Foto gemacht von dem, wofür die Leute da applaudiert haben? Nein. Gut. So, wer ist jetzt? Machst du einen. Komm. Seid ihr schon per Du? Na ja, wir haben uns gerade kennengelernt. Bitte sehr. Durch die Polsterfront. Bauch, dicker Bauch. Ja. Trollo, 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 Trollo. Novak, du machst Barack Obama. Speck, Tiroler Speckschneider. Baba, Papa. Ich bin noch gar nicht angefangen. So, Entschuldige. Nein, Baba, Papa kann es nicht sein, weil die können sich ändern, wie sie wollen. Jetzt. Verdacht wegen der Farbe. Haus. Auto. Erdbeben. Ich weiß nicht genau. Sicherheit. Ein schiefes Haus. Der schiefe Turm von Pisa. Ah. Verdauungsstörungen. Reinhard Novak, der nicht weiß, was er machen soll. Den Punkt, den ich hab. Rakete. Geschmeckte Diskette. Spitz. Nein. Ein Haus. Schornstein. Häuschen. Skihütte. Häuschen. Feuer. Feuer. Was? Fernseher. Schlafzimmer. Palmen. Oh. Baum. Baum. Bambus. Palmen. Odalenbaum. Oma. O Palme. Buddha. Oma. Buddhismus. Das zweite ist ein Baum. Olaf Palme. Obama. Olaf Palme. Palmenbaum. Ja. Obama! Obama bin ich. Obama? Ja! Obama! Und Baracke ist Erste! Baracke! Baracke ist Erste! Ja, aber das geht nicht! Da bin ich das Mama nicht schlecht! Mia, du bist der Letzte. Du spielst noch Stefan Betzner. Ein Begriff. Ein Wort. Erstes Wort. Erstes Wort. Frag mich. Was? Erstes Wort. Erstes Wort. Erstes. Was? Essen. Essen. Singen. Singen. Weinen. Weinkrampf. Ja. Ja, und dann? Oh. Was Auto weinen? Wein. Dosenwein. Nein. Die lustige Witwe.
Polster. Lustige Witwe. Lustige Witwe. Ist, die lustige Witwe ist im Polster. Ja. Nein! Betzler! Ja! An Doris und Sigrid. Ja, ich bin so froh, dass ich keinen Führerschein habe. Ihr kriegt euch ab der Punktevergabe in die Haare und die Doris verlässt das Set. So. Ja, ja, gut, das war super, das Spiel. Das war super, ich habe alles erraten. Ist das neue Nein, Moment, ich habe fast alles erraten. Gerne, wenn du das bitte entscheidest. Punkte gespielt. Natürlich haben wir Punkte gespielt. Entschuldigung, wir haben ein Wettbewerb. Lass die Damen kurz streiten dann. Die Doris, wieder noch ihm. Was? Also, ich habe das Gefühl, ich sollte mich aus diesem Streit heraushalten. Wieso? Nein, ich spüre das einfach. Das glaube ich nicht, Gernot. Ich glaube, wer hat gewonnen? Ich glaube, der das am besten beantwortet hat. Ja, und das war, bitteschön. Mein Herz sagt mir Doris, mein Verstand sagt mir du. Na, da würde ich mal auf den Verstand hören, ne? Das mit dem Obama war schon nicht schlecht. Das war aber hervorragend gespielt, muss ich sagen. Zwei Punkte sein. Aber das war doch eine diplomatische Antwort. Das ist die letzte. 3, 2, 1. Doris? Ich glaube, ich gehe mal frische Luft schnappen. Also, ich glaube, du bist der Schläfer und das zeigst du jetzt. Nein, aber. Bis später heißt du, kommst zurück. Aber nein, Schatz, wieso? Achso, ich gehe mal runter und esse ein Stück Pizza. Bis später. Ja, aber das wollte ich jetzt nicht. Du kannst gerne einen Punkt von mir haben. Hallo. Das ist also ich wollte jetzt nicht, dass du nein, das ist okay. Ich wollte es auch nicht. Danke vielmals. Geh ihr nach. Ja, geh ihr nach. Oder geh ihr nach, tröste sie und hol's gemeinsam Pizza, weil wir eh nichts zu essen. Das ist der alte, oder? Ich gehe ihr nach. Nein. Ich kann das, ich halte das nicht. Ich habe sie heute kennengelernt. Okay, die Sigrid geht ihr nach und tröstet sie. Ich könnte mir vorstellen, also solange wie ich allein bin, könnte ich mir eigentlich mit jeder vorstellen, dass sie mit mir zusammen ist. Es ist. Nee. Wie du weißt, habe ich ja bis vor wenigen Monaten bei meiner Mutter gewohnt. Wieso soll ich das wissen? Na, du weißt ja, dass seit September? Wir wohnen seit September in deiner Wohnung. Wir haben es mit unseren Farben ausgemalt für dich. Das kannst du für den Nachmittag dann sofort noch weiter. Novak, du schläfst wieder ein. Nein, es ist ja die Kombination aus Orange, Gelb, Grau, Gaxi und. Und dunkleres Gaxi. Wenn man schwarz und rot mischt, kommt so dunkles Gaxi raus. Und wenn man blau und orange mischt, kommt helles Gaxi raus. Ja, und wenn man Kirsche und Wasser mischt, kommt ganz schnelles Gaxi. Grüß Gott. Hallo, Michi Bobsi. Grüß Gott. Das ist deine Mutter. Mutti, meine Mutter ist da. Sehr nett, dass meine ich heute. Mutter. Hallo Mama. Hallo mein Pupsi. Hallo Schatzi, wir haben so dich schön. Eingeladen. Ihr habt mich eingeladen. Liebe, ja, jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich sagen, sie sehen Jahre jünger aus als ihr eigener Sohn. Also, sie ist auch um Jahre jünger. Ja. Der Dr. Dirki hat gute Arbeit geleistet, ja. Oder? Das habe ich ihr geschenkt zu Weihnachten. Schön, gell? Das man ist sieht fast gar nichts. Das ist nicht wahr. Ja? Einmal Janine Schiller habe ich ihr geschenkt zu Weihnachten. An Ulrike, du musst ihm den Mund abputzen und die Nase schneuzen. Haben Sie nur das Gesicht bearbeitet oder sind andere Regionen auch irgendwie? Ich habe mir die Brust verkleinern lassen und den vergrößern. Ja. Ja. Weil sie sitzt mehr, als sie Milch gibt. Entschuldigen Sie, selbstverständlich. Nein, ich hab da nichts. Nein, Mutti. Jedes Silvester, alle Weihnachten, immer Geburtstag. Nein, nicht. Aber da können ganz grausliche Keime übertragen werden. Das sind doch alles familiäre Blutsbandel. An mir, geh mit deiner Mutter dann in die Küche. Können Sie bei mir auch schauen, bitte? Mutti, wollt ihr was trinken? Gerne. Ja, wir gehen in die Küche, wir müssen kurz was Familiäres besprechen. Liebe Frau, kehren Sie bald wieder und bringen Sie Ihren charmanten Sohn mit. Ich mache schnell einen Sprachkurs, ich komme gleich. Herr Novak? Herr Novak? Ich,
Na? Jösses, na! Mein lieber Sohn. Bitte komm rein, bitte komm rein. An Gernot. Ich glaub es nicht. Das ist dein Vater. Mein lieber Freund. Moscher, Papa, ja. Du duftest wie einst. Wie einst? Wie ja. Wann? Na, dein Mineral, nicht dein Mineral, dein Rasierwasser, es ist ein Traum. Das hast du mir doch letztes Mal geschenkt. Ja. Old Spice, es begleitet uns seit Jahrzehnten. Wem sagst du das? Du siehst großartig aus, warum besuchst du mich? Danke, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, also du hast jedes Recht dazu, mein Lieber. Ja, darf, genau. Darf ich dich bitten, dass du dich hinsetzt? Wo soll ich? Na komm, wer ist das? Das ist unser Vermieter, der schläft öfters wirklich, hier. Ja? Bitte, wenn du dich auf das... Ist ein Vollpension bei dir? Oder was? Nein, der ist voll trunken, das ist was voll anderes. Voll trunken? Bitte, Papa, setz dich. Danke. Hör zu, ganz ehrlich. Du musst mir verzeihen, aber mir ist ein Ungeschick passiert. Ich habe alles verloren. Du bist ein armer Bub. Ich war im Casino und habe alles verloren. Was heißt alles verloren? Naja, ziemlich. Nicht? Die Aktien sind sowieso runtergegangen in den letzten Wochen. Und jetzt habe ich gesetzt auf Rot, Schwarz, Grün und weg war's. Ich kann dir nur sagen, es tut mir furchtbar leid. Aber wir müssen gemeinsam einen Weg finden. Wie wäre das? Sag mal, der stört dich nicht? Mich stört viel mehr, dass du das Geld durchgebracht hast, mein Lieber. Ich bin sehr traurig und ich möchte nicht jeden Furz meines Vaters einatmen müssen. Ich bin da sehr, sehr ungehalten im Augenblick. Das war meine Zukunft, die du da aufs Spiel gesetzt hast. Ich spiele nur zum Spaß, diese Theater- und Fernsehgeschichten. Hat es dich so ergriffen? Ja, da bricht immer der Schenkismus in mir durch, mein Lieber. Entschuldige. Schenkismus? Das ist eine ansteckende Krankheit. Nein, bitte nicht. Nein, das ist einmalig. Hör zu, Lieber. Wir werden gemeinsam irgendetwas finden. Einen Ausweg. Pass auf, komm mal von dem Ungeheuer. Du verkaufst deine letzten Immobilien und gibst das Geld mir. Du willst deinen Vater mit der Uli verheiraten, weil sie stinkreich ist. Aber wir müssen erst warten. Weißt du, was du machen wirst, Papa? Ich stell dir jetzt jemanden vor. Du lebst seit Jahren alleine. Ziemlich. Ja, und du wirst auch schon ein bisschen wunderlich. Ich mache mir wirklich Sorgen. Deswegen komm jetzt mit, ich stell dir jemanden vor. Komm, mein Lieber. Gut. Papa, komm. Der stört dich nicht. Darf ich euch bitte jemanden vorstellen? Ja, wen? Du hast ihn noch nicht kennengelernt und vor allem deine Mama hat ihn noch nicht kennengelernt. Nein! Das ist mein Papa. Ich hab schon befürchtet, es ist ein Stimmenimitator, aber er ist es selbst. Genau, ich danke dir vielmals. Hallo, Papa. Mein Lieber, ich freue mich. Das ist deine Mama. Meine Mama. Darf ich vorstellen? Das ist die Mama. Das ist meine Mama. Das ist die Frau Niewarani. Die Mama, na schau. Frau Niewarani, die zum Beispiel ein großes Seegrundstück mit einer Villa am Wörthersee hat. Und auch einige Wertpapiere. Und zwar hat sie in Dinge investiert, die jetzt nicht im Bach runtergegangen sind. Auch angeblich bargeldmäßig. Ja. Und sie hat auch noch drei Brennstäbe aus dem Iran übrig. Ja. Uran aus dem Iran. Uran aus dem Iran. Meine Mama. Also, dass du so genau Bescheid weißt über mich, und das freut ich würde sagen, mich. Vielleicht plaudert sie ein bisschen miteinander, lernt sie ein bisschen kennen. Ja, genau. Ihr passt auch optisch sehr gut. Eigentlich wo ich so alleine war. Haben Sie wirklich? Haben Seraphin wirklich? Und Uli, ihr geht ins Schlafzimmer vom Viktor ab. Kommt mir vor, der schaut aus wie so ein Intendant. Wir könnten uns dort unterhalten ein bisschen. Das Schlafzimmer. Das schaut doch aus wie so ein Schauspieler, oder? Ja, das schaut aus. Ein bisschen. Was macht ihr zwei? Entschuldigt, weil sie hat mir Geheimnisse zu sagen. Wirklich? Ich erzähle genaueres. Aber Mama, gib dich nicht zu billig her. Papa, wie bei meinem Vater. Ich prüfe die Uranstäbe. Ja. Papa, nimm, was du kriegen kannst. Ja. Hoffentlich sind die nicht so dick. An Novak, wenn die weg sind, wachst du wieder auf. Das ist so schlafe ich da. Bitte, ich will noch gar nicht so viel trinken. Das gibt's nicht. Sie haben ja drüben am Balkon. Können Sie das vielleicht einmal aufbauen? Wir kommen was dann trotzdem nachher suspekt rüber. Ist, was mir trotzdem suspekt ist, ist, was die da hinten... Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass du zu deinem Vater so gern ich ihn hab und dich gesagt hast, nimm, was du kriegen kannst. Hast du das, war das, nein? Du hast deinem Vater auch noch gesagt, dass mit diesem Haus am Wörthersee, ich glaube, es geht hier rein ums Geld. Und bei Geld, ja, ich glaube, dass er seinem Vater gesagt hat, er soll sich an meine Mutter ranmachen, damit er die Schulden, die er gemacht hat, sein Vater hat ja immer wieder für ihn gezahlt, glaube ich zumindest,
Nein. Ich habe nicht aufgepasst, wie ich in der Küche war, weil es ja wurscht. Na, wo sind die jetzt? Wo ist der Vater jetzt? Die sind im Zimmer. Die sind im Zimmer und es geht um spontane Sympathie. Mutti, worum geht's? Mutti. Nein. Nein. Was ist nein? Nein. Ich bin stolz auf dich, Papa. Nein. Das hast du für mich gemacht. Nimm dich auf ihr Landgut mit. Landgut, davon war nicht die Rede. Doch, ein Seegrundstück hast du gesagt. Gernot, du könntest noch einen Priester holen. Seegrundstück, Wörthersee. Ihr versteht es euch so gut, gell? Wir haben uns nicht schlecht verstanden, ja? Also du verzeihst mir, dass ich das alles verloren habe. Ich verzeih. Und wir werden gemeinsam einen Nenner finden, die mir das Geld wieder... Ania, du bekommst deinen Nerven zusammen. Dass du sie gewonnen hast. Wenn meine Mama mit deinem Papa... Das kann ich nicht mit ansehen! Das macht blind! So. Das macht blind! Das macht blind, dieses Zeug. Und ich bin froh, dass es blind macht. Wirklich, du willst mich nicht sehen. Dich schon, lieber, aber euch zwei gemeinsam. Ich kann euch nicht sehen. Aber ihr werdet blind. Wieso? Es wirkt auf einmal nicht mehr. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Es wirkt nicht mehr. Das wirkt nicht. Ich sollte blind stört werden. Dich der was? Nicht? Stört der dich nicht? Doch, der stört mich. Der stört mich. Ich werde noch wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich möchte auf St. Helena zurück. Ich möchte auf St. Helena zurück. Es ist alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich möchte wieder auf St. Helena. Die Mama ist da. Es kann dir nichts passieren. Ja. Mama, geh bitte aus dieser Position, von sowas kriegt man Albträume. Gott, ich bin da weg. Bitte. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, bitte, was soll passieren? Ich halte es nervlich nicht aus, wenn ihr... Es geht darum. Nur wenn ihr nicht jemand kennt. Es geht warum? Nur wegen... Ich kann doch nicht hinschauen. Es geht nicht das. Es geht nur ums Geld. Weißt du? Es geht nur ums Geld. Ja, es geht... Aber ihr habt mir gar nichts gegeben. Ich habe mir... Das ging. Nein. Ich habe Sie überredet. Ja, aber wie haben Sie das? Hast du das? Sind wir eigentlich per Sie? Per Du? Per Du. Per Du sein. Wir sind per Du. Ja. Wir sind noch nicht per Du. Oh ja, meine Liebe. Hast mir ja die Krawatte her vom Kleibe gerissen. Der hat keine Luft mehr, dass er Du sagen kann. Verstehst du das? Ah, Novak, du bist so betrunken und übergibst dich. Ihr wollt heiraten, oder was? Eine gute Idee. Was ist denn mit deinem Nachbarn? Oder? Ja, wir wollen heiraten. Ja, das geht. Ihr könnt Was ist denn mit ihm? Nach Silvester. Hallo. Was ist? Herr Novak, kommen Sie bitte. Müssen wir raustragen? Ja, nein, er kann doch keiner gehen. Herr Novak, kommen Sie. Herr Novak, es gibt da drüben eine sehr schöne... ganz vorsichtig, Herr Novak. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ganz anders. Vorsicht, Herr Novak, und da ist geradeaus... Herr Novak, nimm es nicht so ernst. Wir werden uns finden. Nee, findest du nicht? Ich bin bei dir. Stopp. Das geht nicht. Was geht? Was ist hier los? Grüß Gott. Wer sind Sie? Ich bin Pater Mitterhuber. Warum sind Sie hier? Ich bin angerufen worden, hier schnell herzukommen, wegen einem ganz wichtigen Termin. Was wurde mir nicht verraten? Ja, das bin ich. Ich bin der wichtige Termin. Schauen Sie, wie alt ich ausschaue. Ich bin die letzte Ölung. Ich bin die Mutter. Angenehm. Und ich bin der Stiefvater jetzt. Ja, ich verstehe. Ich bin der, der Sie bezahlen wird, muss ich. Das ist sehr schön. Schon wieder geht's ums Geld. Ich darf Sie bitten, meine neue Schwiegermama und meinen Papa verehelichen. So,
Können wir zur Tat schreiten? Bitte. Oh ja, bitte. Bitte schön. Aber wie sollen wir uns hinstellen? Das ist sehr gut. Bleiben Sie ein bisschen hinlegen. Nein, wir Sie schon. Nebeneinander, bitte hierher. Wir sind halt und heute getroffen, im Namen meines Amtes, Sie hier zu verheiraten. Darf ich Sie fragen, liebe Frau? Schneller, schneller. Ja. Frau Schneller, wollen Sie den Herrn noch schneller schnell. Zu Ihrem Mann nehmen? Sagen Sie einfach ja. Na, ich hatte ihn doch schon. Sehr fein, ist ein bisschen zu. Nein. Und wollen Sie, Herr noch schneller, auch die Frau schneller zu Ihrer angetrauten Ehefrau machen? Aber ich habe sie doch schon. Wunderbar, Sie haben sich schon, dann erkläre ich Sie hiermit schon gemeinsam meines Amtes zu Mann und Frau. Mein Lieber. Yay! Gemacht. Kommt ja, Ich mache auch Taufen. Dann Markus Mitterhuber, du willst dich verabschieden, aber mach dich noch kurz an den Viktor ran. Was kriegen Sie für so einen Amtsvorgang? Ich kriege für diesen Amtsvorgang, schauen Sie, es ist nicht so einfach, wenn man das die Steuern rechnet. Ja, die Steuern rechnet und Sie haben fesche Schuhe. Die sind wirklich toll. Wo kaufen Sie die? Sind die handgemacht? Das ist ja elegant, das Sie müssen wissen, ich arbeite das öfter beim ORF arbeite ich öfter. Die Seitenraupen müssen sich ja wund gearbeitet haben. Ja, ja. Beim ORF, und da kann man dann, wenn man das zum Beispiel, was gibt es Neues, ein Gewand getragen hat, dann... Schauen Sie, dann ist der nicht mein lieber Sohn... Das ist übrigens eine... Billosocereus acereus. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Ich weiß, mein Sohn. Schau, es ist doch. Was kostet mich das? Was kostet mich das? Man kann doch. Schau, diese Pflanze zum Beispiel drückt doch schon etwas aus. Es ist ja ganz etwas Menschliches. Mein lieber Sohn. Es hat doch keinen. Es hat doch keinen Sinn. Schauen Sie, wenn es. Diese so Haustrauungen sind sehr, sehr teuer. Weißt du? Und wir könnten, wie heißen Sie eigentlich? Du. Herbert. Herbert. Das ist das, Schau, Herbert. Aber das kann man doch so nicht. Was ist denn da? Da können Sie gerne nachsehen. Oh, ein Klimt. Schauen wir doch mal nach, was das für ein Klimt ist. Sie können das Geld gerne einfach. Und ich zeige Ihnen eine andere Tür. Nein. Ich kann mir meine Nummer geben. Ich werde dir auch eine Nummer geben. Das ist eine gute Idee. Dann können Sie uns wieder sehen. Ich rufe an. Ich arbeite auch Sonntag. Ja, raus! Weißt du, was mir gerade passiert ist? Nein. Der hat mich angebraten. Wirklich? Hat dich angebraten? Was heißt angebraten? Der ist mich angestiegen. Ja, was glaubst du, was mir gerade passiert ist? Ich habe gerade zuschauen müssen, wie ich ein Brüderchen bald kriege, verstehst du? Aber es war wunderbar. Danke. Gut, dass wir uns heuer noch sehen hören, Navarone. Ja, nein, Niavarani, Niavarani. Vielleicht sollten Sie noch einen neuen Namen gewöhnen. Wieso ein neuer Name? Meine Frage an Sie, war die Türe offen, weil Sie da jetzt einfach so reingekommen so sind? So ist es, genau. Hast du nicht zugemacht vorher? Ja, ich hab zugemacht, aber ich bin der Novak, ich weiß es nicht. Wer sind Sie? Herr Navarone, Niavarani. In der Brieftasche. Niavarani. Ja, das ist jetzt schon wurscht. In einer Brieftasche wird bald so heißen wie ich. Wie heißen Sie? Schmäler. Warum? Hier spricht der Anlageberater. Sie sind mein Anlageberater. So ist es. Also, normalerweise sage ich, komme wegen Ihrer Veranlagung, aber das kann missverstanden werden. darf ich einen Koffer abstellen bei Ihnen? Ja. Warten Sie. Sehr lustig. Ja, hoffentlich ja. Lachen wir noch lang. Was war heuer für ein Jahr her? Heuer war 2008. Wenn ich mitspielte. Was? Heuer war ein schlechtes Jahr. Ja.
Ja. Sie sind der Anlageberater meiner Mutter. Du bist der Investmentberater von Nias so Mutter. Nämlich. Oh, auch eben erfahre ich auch. Ja, ich habe es auch eben erst erfahren. Sie haben auch sehr weibliche Züge. Ja, meine innere Stimme hat Ihnen gesagt. Der für die Brünge. Wo ist denn die Frau Mama? Die Mama ist in der Küche. Ja. Soll ich sie lassen Sie es dort. Lassen Sie es dort. Bringen Sie es ihr schonend bei. Was muss ich ihr schonend bei? Also, Sie haben leider innere Aktien nicht wirklich beachtet. Zum Glück habe ich drauf geschaut. Also, und? Ja, Sie haben also in die Auer investiert. Auer. Und in die Post. Und das Dümmste, was passieren hat können, ist passiert, Sie haben eine Luftpost aufgegeben. Also, das ist, wie man sagt, der Super-Gau. Das geht mich ja in dem Fall nichts an. Wie steht's denn um, Mama wird fertig sein. Ja, aber wie steht's denn um die Finanzen von der Frau Mama, wenn ich fragen darf? Das hat er ja gerade geredet. Das waren nicht deine, das waren die von deiner Mama? Ja. Herr Navarone, wer ist er? Ja, hör doch zu. Wer ist er? Eine Welt stürzt für mich zusammen. Ja. Bruder! Ja, jetzt sind Bruder. Arm. Moment, ja. Jetzt sind wir verwandt. Genau, jetzt sind wir verwandt. Ja. In guten, in schlechten Zeiten.